Liebe Wohnmobilfreunde, ich bin den ganzen Tag bei Vogt Folientechnik. Wir haben wieder einen ganz interessanten Tag hinter uns. Vor allem der Simon, der erklärt und erklärt und alles leuchtet dann so ein und ist selbstverständlich, dass man an und für sich mit jedem Wohnmobil dahin fahren sollte. Jetzt aber haben wir Hunger und der Simon fragt mich, wollen wir heute Wohnmobil-Dinner machen? Und Simon, wo werden das? Wir fahren zum Grieche, zum Freund von mir, der hat ein griechisches Restaurant. Da können wir Wohnmobil-Dinner machen. Wir müssen uns aber sputen, der macht um 8 die Küche zu. Ich mach's mir mal bequem. Ich habe schon mal deine Schuhe an. Ja, das ist gut. Mit den Schuhen auf die neuen Polster bist du wahnsinnig. Wenn das der Herr Morello sieht. Ja. Also, du hast die Speise. Also pass auf, ich bestelle uns erstmal richtig schön Tzatziki. Weil sie können uns ja nicht riechen. Das ist doch dieses weiße Mousse. Genau, das ist. Da bin ich nicht so Fan. Bestell das für dich. Bestell okay, das für mich. Magst du Oktopus? Das sind die Kraken. Ja, da vielleicht ein bisschen. Meeresfrüchte aus der Pfanne? Ja, das ist gut. Meeresfrüchte aus der Pfanne. Dann, Tzatziki-Blüten mit Tzatziki, das bestelle ich. Du hast doch gesagt, etwas Fleisch in der Soße. Ja, wir sind bei der Vorspeise. Ach so. Ja, weißt du, das ja, ist jetzt so wie bei euch in der Schweiz. Bis morgen. Gegrillte Peperoni sind sehr gut. Feta Forno aus dem Backofen Artes Hauses. Darf einfach nicht zu viel sein. Doch. Wo nichts ist, kann nicht wachsen. Auf der anderen Seite, ich habe einen leeren Kühlschrank. Kann man ja das da. War der jemals voll? Nein, der war noch nie voll. Ich wollte gerade sagen. Ach, also bestell was. Also ja, den Wein haben wir schon mal bestellt. Genau. Jetzt sag nochmal, wo sind wir genau? Wir sind in Domersheim, am Bahnhof. Domersheim. Beim Restaurant Kurfu. Einfach mega cool. Gut. Hier. Wir filmen dich gerade. Oh, Achtung, da kommt der Wein! Der Wein kommt rein. Der Wein kommt rein. Das macht nichts. Fühl dich mit zu Hause. Ich hab Schuhe an. Oh, da ist schon mal der Wein. Ja, die Lieferanten dürfen immer mit den und Schuhen. Und zu jedem Wein natürlich ein Glas Wasser. Stilles Wasser. Relax! Schon mit Uso anfangen. Tschüss. So, du kriegst keins. Oh, nein, ich habe aufgehört. Er fängt das an, wenn es aufmacht. Aber ihr wisst schon, dass ich zurückfahren muss. Ja, wir fahren doch alle zusammen. Dann können wir auch alle was trinken. suchst du was raus, dann schickst du mir das. Ja, pass auf. Ich. Der Meister Vogt hat so Hunger, der hat schon angefangen. Hey, ist bevor alle am Tisch sind. Das ist so lecker. Ja. Hier. Vegetarischer Tintenfisch. Markus, mach schnell. So, er bringt schon das nächste. Okay. Was kommt? Schau mal. Chef, wo bist du? Ja. Was gibt's jetzt? Feta Forno kommt noch. Okay. Brauchen wir noch ein paar Sekundchen. Aber geil, wir sind nur zu zweit. Ja, weiß ich. Super. Du, warum wackelt es? Weil wir die Stütze nicht unter haben. Ah, ich dachte, wir stehen auch wackelig. Ich habe gedacht, ich bin zu schwer. Ja, das ist. Oh. Aber das ich soll mach jetzt. Ein Foto nachher, gell? Das ist voll. Ja, mach. Du. Das ist nur Vorspeise. Nur Vorspeise? Ja, natürlich. Nur Vorspeise. Du warst schon lange nicht mal mit mir essen. Nee, du warst noch nie mit mir essen. Nein. Gut. Ja. Also, komm, hau rein. Ja, du auch? Der Simon hat die ganze Speisekarte bestellt. Das ist nur mal Vorspeise. Ich muss jetzt schon bald resignieren, aber irgendwas kommt noch. Und es ist 16 Minuten vor 8, um 8 Uhr schließt er. Ein Fleisch. Ja, und ein Reis. Was ist los? Du wolltest doch Diät machen. Hier, ich habe ein bisschen Erbsen für dich. Och. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Du bist doch immer der Erbsenzähler. Ich bin kein Schwabe, ich bin Schweizer. Jetzt, Achtung, jetzt kommt es. Was ist das? Eine gute. So viel Soße hast du beim Griechen noch nie gesehen. Ach so, endlich Soße. Oh, ein Schweizer ohne Soße. Das geht komplett in die Hose. Brauchst du Messer? Für die Soße? Wieso? Ja, okay.
Lieber gute Soße anstatt oder Hose. Nein, wir hatten es überhaupt nicht lustig. Wirklich. Also ein guter, gell? Ebenfalls. Wir sind da am Essen. Ich habe den Mund voll. Ich auch. Ja. Und die Stellplatzbetreiberin, die lässt dich grüßen. Was hast du da geschrieben? Ich habe einen Kommentar geschrieben, ich komme definitiv. Und ich soll, ich habe natürlich wieder ein bisschen übertrieben. Ich habe gesagt, ich brauche einen Platz mit 12 Meter Länge. Ich brauche nur einen Platz mit 11,30 Meter. Oh, wiederum 70 Zentimeter geschummelt. Du bist, nein. Also, weißt du, ich... Aber das ey, dass du dich an mich erinnerst. Chapeau. Ja, ja. Die Svenja ist nicht zu unterschätzen, ich sag's dir. Komm, wir stoßen noch auf Svenja an. Svenja! Dass ihr Stellplatzprojekt ja, also gelingt. Alter, da habe ich mir gedacht, Respekt. Also, ich unterstütze dich. Mach's gut. Mach's gut. Tönt wie ein Abschied. Aber nicht für immer, ich will ja schließlich noch auf dem Platz. Genau. Mit Streichelt so, oder? War das? Sieht eintönig aus, meint mein Teller. Aber ja, da ist mehr Soße drauf wie Reis. Es ist besser, als es aussieht. Ganz ehrlich, wir sind total verfressene Leute. Hm? Wir haben es uns verdient. Gut, da muss noch schön ausessen. Mm. Hier ist noch nicht leer. Morgen wird schlechtes Wetter, weiß ich so oder so. Selbst wenn ich auch ist. Noch nicht. Das nehme ich noch. Und der Salat. Ja. Oh, Gigi. So nicht, das ist mein Platz. Gigi. Was machst du jetzt? Jetzt? Was lehrst du da rein? Das sind Feuerwerk, die Gefühle. Nein, nein, ohne Feuerwerk. Machst du ohne Feuerwerk? Ja, ja. Wow. Was war das? Her. Wasser oder was war da drin? Nein, das was an der Soße war. Mittagsam. Ist das der 7 Stern? Wer weiß. Das ist immer ja. Oh, der ist so gut. Jetzt ist natürlich klar, dass der nicht in der Soße war. Ja. Was mit dem? Jetzt ist mir fast lieber so. Jetzt hast du das irgendwie gut gemacht. Du, sag mal, ja. Ganz kurze Frage. Ja. Kennst du Vogtfolientechnik? Den kennt jeder. Aber andere Frage. Ja. Hast du schon mal was bei ihm machen lassen? Nur das Beste. Ich hab ihn nicht dafür bezahlt. Gell? Ich mach. Ja, genau, das ist es. Ich habe was gesehen. Hat dir der Lack nicht gefallen, dass du das gemacht hast? Ja, der Lack war vorher war zu glänzen. Jetzt ist er richtig, wie es sein soll. Hey, wir haben Feierabend. Ich will jetzt nichts mehr von Folien hören. Aber hast du schon erste Stellen gesehen, die nicht halten? Blasen? Feierabend! Hey, bei meinem Auto nicht, aber bei einem weißen, längeren Auto. Wahrscheinlich hast du das nicht beim vollen gemacht. Du sprichst aber richtig, wo man kriegt Kleber an. Wolltest du nicht in die Küche zurück? Ja, ich nehme alles zurück. Hey, was machst denn du? Was machst denn du? So, das ist der ganze Resten, der noch wieder zurück in die Küche geht, den du morgen wieder brauchen kannst für die nächsten Kunden. Auf jeden Fall. Ich sag mal, echt gut hast du gekocht. Vielen Dank, danke schön. Oder hast du überhaupt gekocht? Nee, ich tue nur so. ob ich kochen du. Du hast es auf jeden Fall toll zu uns reingebracht. Freut mich sehr, vielen Dank. Und er liegt richtig kaputt und nur weil du deinen Teller nicht leer gegessen hast, geht es mir jetzt schlecht. Ja. Und wir können das wirklich empfehlen. Nein, ganz ehrlich, der Markus hat gesagt, ey, bestell mein Hauptessen ab, ich schaff das nicht mehr. Und dann hat Markus sein Hauptessen gekriegt und hat es verputzt. Genau. Das hättet ihr sehen müssen. Ja, das stimmt. Und seine Mutter kocht. Ach, das war von der Mutter, die ja vorher war. Was genau, ja. Das ist mega. Die kocht so gut. Aber er tut so, wie wenn er es kochen würde. Einer muss es tun. Nein, ganz ehrlich, war ein schöner Abend.
Wir müssen jetzt leider noch zurückfahren Richtung Karlsruhe. Was sind es? 15, 20 Kilometer. Und dann lade ich dich ab. Dann kannst du ins Bett. Und morgen musst du bei mir noch den Rest fertig machen. Du kannst Hubert runterlassen. Ich schlafe im Hubert. Ich will keine fremden Männer im Auto. Ja, okay. Das verstehe ich. Also nochmals vielen herzlichen Dank. Danke. Toll war's. Und wenn ich in der Nähe bin, dann könnten wir eigentlich wieder mal hier hin. Gell? Also, Korfu Dormersheim. Dankeschön. Tschüss. Ciao.